So, wir haben ein bisschen Mana regeneriert. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt, was die Nummer 3 war von den Kisten, die uns noch fehlen. Und ich habe mich erinnert an die Quest. Gut, also, erstmal jetzt die Frage von wegen Ruinen. Sollen wir hier jetzt noch die Quest machen? Also hier irgendwelche Goblins töten? Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das können wir mal eben fix machen für den Tippler. Und danach machen wir mit unserer alte Truhen-Quest weiter sozusagen. Also dann, ne, machen wir alle alte Truhen in Mortana weiter. Ich denke, das sind einige Truhen, die wir noch nicht machen können, weil die mit Geldern zu tun haben. Nochmal einen Blick auf die Kiste, auf die Liste geworfen. Was ist ja nicht so schlimm. Die können wir dann später machen, wenn wir da dann auch waren. Das machen wir dann auch, denke ich, mit jedem Gebiet so, wo wir dann waren, im Endeffekt. Also wenn wir dann irgendwann Varant durch haben. Au. Dann nehmen wir uns wieder eine Liste zur Hand und machen die Kisten alle in Varant. Und dementsprechend dann auch irgendwann in Nordmar, denke ich. Gut. Ja, die Musik ist doch schon eher nervig. Die ist sehr pompös und bombast. Ach ja. Die andere Kampfmusik mag ich viel lieber, alle anderen Kampfmusiken. So, einer muss hier noch sein, mindestens. Genau, Jagdgeschick sogar. Für Goblins töten. Dann können wir zu Kipler gehen und dann ist er zufrieden. Sexy. Und dann können wir woanders hingehen. Das ist die Frage, was das Kürzere ist. Was will er eigentlich haben hier? Sag mal. Hier. Flasche. Flasche, die können wir kaufen. Flaschen können wir kaufen. Also kaufen wir nochmal eben die Flaschen beim Wirt. Und dann braut er uns den Nordmaramidelgeist, ne? Das ist ja cool. Flaschen kaufen. Es ist schwieriger, als ich dachte. Wir können später noch reden. Warum verkaufst du nichts? Dieser Ali vielleicht? Hat der Waren gehabt? Hey du. Du solltest mich besser nicht stören. Ja, du mich auch. Was? Oh ja. Ich habe hier noch ein paar Wolfsfälle. Gut. Bring noch mir noch vier. Mehr. Gut. Darf er hier auch rein? War hier drin noch einer, der mit mir handelt? Machen wir das woanders. Ist ja auch nicht so wild. Was willst du? Ach so. Machen wir nochmal anders. Okay. Wir machen erstmal da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit unseren. Zwischen Montera und Kapdun ist das. Da, glaube ich. Ich glaube, von Montera könnte kürzer sein. Da waren die feigen Goblins. Und irgendwo da gibt es auch die Kiste. Die Nummer 3, die wir auslasten mussten das letzte Mal. Also Montera, ne? Windmühle. Da. Reingehauen. Süden. Ich habe Wasser zum Glück in der Leiste. Wir müssen eine Weile unterwegs sein. Alles mitnehmen und auf dem Weg. Diese Questwölfe spawnen nicht nach, ne? Die hatten ja einen eigenen Namen. Ist auch besser so. Haben wir die Banditenhöhle hier schon ausgeräumt? Komplett? Nee, ne? Da hat uns ja immer Mana gefehlt und so. Oh Mann.
Wenn da jetzt noch welche übrig sind, ich bin mir nicht sicher, dann machen wir die jetzt platt. Ich habe ja immer... war ich hier doch schon? Lol. Ich glaube nicht. Jetzt wäre hier die Truhe nicht ungeknackt. Es war noch, wo ich noch keine Mana-Regeneration hatte, ich erinnere mich. Nee, nee, hier fehlt noch ganz viel. Da drin sind noch ganz viele Banditen. Mörder, sagen sie. Yep. So viele leichte Banditen, die One-Hits sind. Komm her. Ja, wow. Ey, das ist ein Unterschied. Wobei, draußen waren auch ein paar schwere Banditen, die nicht mit einem großen Feuerball weg waren, ne? Mhm. Drücken wir mal die 5. War das alles hier? Nee, immer noch nicht. Sehr gut. Mhm. Naja, ein bisschen was wert alles. Ha, Goldbrocken sind ganz schön viel wert. Interessant. Speichern. Dann immer rein in die gute Stube. Haben die noch einen Anführer? Schwerer Bandit. Der braucht mindestens 2. Irgendwie ist da vorne eine Schwelle gewesen, wo die nicht rübergehen wollten, oder? Armbrustbandit. Ah, ich werde reich hier. Ich muss schon sagen, es lohnt. Kann ich da was machen? Den Eintopf, ne? Und Milch. Oh, cool. Das hält auch 20. Das hält 40. Das kostet aber richtig viele verschiedene Materialien. Unter anderem gebratenes Fleisch. Also verbessert das. Ja, 2x9. Was? 9x2 eigentlich. Ist ja egal. Gut. Ja, mach mal mit der Milch. Ist okay. Warum nicht? Mana-Tränke? Ja. Die beiden kann ich herstellen. Die beiden weiß ich nicht. Mana-Pflanzen haben wir auf jeden Fall bald genug, um die einmal abzugeben. Im Kloster war das. Haben wir noch 70 Zauberwurzeln? Reicht. Gut. Eine große Truhe. Aha. Eine XXL-Truhe. Sehr geil. Her damit. Gib mir deinen Loot. Ich finde das so gut, dass wir Diebestalent überhaupt nicht brauchen jetzt. Weil wir halt, ne? Gelernt haben, Schlösser zu öffnen mit ganz viel Mana. Könnt ihr direkt mal pennen. Jetzt unsere Höhle. Nur damit es mal klar ist. Habe ich die alle geplündert? Ah, hier gekochtes Fleisch, ne? Oh lol. Das ist eine Menge, ja. Lass mal 100 machen. Oder 90, so, ja. Passt. Sollte reichen. Hier noch so eine Truhe irgendwie? Nee, ne? Die hatte ich. Okay. Dann können wir jetzt dahin, wo wir hin wollten.
Alles gut, okay. Ich dachte gerade. Egal. Kann noch mal lesen. Dominik. Mit Dominik waren wir längst durch, ne? Jupp. Hast du Flaschen? Ja, perfekt. Damit können wir dann zu Kepler gehen später. Machen wir hier danach, denke ich. Wobei, das können wir auch viel später. Ja, nee, das sollten wir danach machen, dann haben wir das schon mal. Ich weiß zwar nicht. Doch, ich weiß sogar noch, wie wir das geben müssen. Es geht. Zu Mojok. Drück mal die 7. Und los. Das könnte ich auch auf T legen, ne? Nee, ich kann Ausdauertränke auf T legen, nicht das Wasser. Die Höhle. Das ist die Höhle mit den Goblins. So. Oder? Das ist eine Bluthöhle. Das ist nicht Goblins. Warte mal. Hier waren Schattenläufer drin und ganz viele Fleischwanzen, richtig? Ja. Und da wollte ich erstmal noch nichts machen. Alter, es ist super scheiße dunkel. Ha, hier können wir auch mal ein bisschen aufräumen, glaube ich. Lol. Hab ich hier wirklich noch nicht gelootet? Das verstehe ich immer nicht. Hier war ich doch schon. Ich erinnere mich... Alter, das sind 4 Stück, ne? Mehr noch, glaube ich. Ich glaube, wir sollten ein bisschen überlegter vorgehen. Zum Beispiel damit. Nee, nimm mal so einen Schattenläufer. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt wird er angegriffen von allen anderen. Krass, der eine Schattenläufer tankt jetzt übel, weil der den Zauber abgekriegt hat. Waren doch nur 3. Ich dachte, da hinten wäre noch ein 4. irgendwo. Cool. Ja, tut Not. Nochmal bitte. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Haha. Oh, tut das gut. Alle mit einem Mal töten. Noch mehr? Viele Fleischschwanzen hier auch einfach rumlaufen, ne? Du Scheißdinger. Ich höre noch einen. Das macht mich wahnsinnig. Da hinten. So, erstmal looten hier. Erstmal looten. Lebt das Ding noch? Nee. Oder? Hat? Nee, ist tot. Gut. Fleischschwanze, Fleischschwanze. Gib. Fell und Horn von Schattenläufern. Sind eine Menge Leute gestorben. Wenn ich jetzt die Menschenwaffen hier so sehe. Schatulle, Schätze. Schwere Truhe. Da ist nichts mehr zu, holen. Gibt es eine Menge zu holen, ja. Die schwere Truhe geht auf. Paladinschwert. Nice. Ist gut was wert. Ach ja, ist eine Waffentruhe, ne? Schwere Truhen waren Waffentruhen. Cool. Metall, Schuss knacken. Mana-Regeneration ist toll. Dass dieses Kacklicht nur eine Minute hält oder 2 vielleicht.
Erzrohling, Verwandlungstrank, okay. Gute Sachen. Also wenn da ein Erzrohling drin ist, allein dann schon ist es genug wert, auf jeden Fall, dass sich das gelohnt hat. Würde ich zumindest sagen. Da ist nichts zu holen. Mhm. Da ist nichts mehr zu holen. Gut, raus hier. Das ist nicht die Goblin-Höhle. Die ist gegenüber rechts da. Da gehe ich jetzt hin. Lol. Ich weiß noch, wer uns die Quest gegeben hat. Das ist nicht allzu weit weg. Diese Truhe, die wir suchen. Achso, das war die 3, ne? Ja. Die Truhe, die wir suchen. Die soll ja auch nicht da direkt drin sein, sondern daneben irgendwo hoch. Ich weiß nicht mehr. Neben dem Berg rechts, neben dem Höhleneingang umwandern. Das ist es schon mal nicht hier. Wir müssen erstmal den Höhleneingang finden. Ich mache hier gerade schon wieder Quatsch. Muss erstmal die Stelle finden. Hier waren doch irgendwo diese Questgeber. Da sind die, glaube ich. Da. Da ist die Höhle. Und da müssen wir rechts lang irgendwie. Ne? Alles gut? Zeig. Du bist Jäger, hä? Ja, komm, verkauf mal ein bisschen was. Varanleder. Lurkerhaut. Okay, sollte reichen erstmal. Mhm. Ist schon lukrativ, ne? Wenn man Viechern das Fell abziehen kann. So. Das hier war die Höhle mit den Goblins. Feige Goblins hießen die. Und hier rechts um den Berg rum. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass wir da vorher waren und dass wir da Nashorn oder irgendwas getroffen haben. Ein bisschen was Stärkeres sogar. Hier. Da war eine alte Truhe, ja? Okay, werden wir finden. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Hier waren einige Kisten irgendwie. Mhm. Normale Truhe. Da hinten wahrscheinlich, ne? Kann mir auch vorstellen, dass ich da nicht drin war. Zwischendurch mal speichern. Wir haben eine Menge Erfahrung gesammelt tatsächlich. In der Höhle mit den Schattenläufern. Ja, hier die Höhle ist gemeint auf jeden Fall. Wird Zeit. Die Truhe ist leer. Da waren wir dran. Abgehakt. Sehr gut. So. Na, Tippler, war das sonst? In Grompels Haus in Silden. Da kommt Silden. Da waren wir. Also, ja. Das nicht Geldern. Silden. Gucken. Das heißt, wir können dann ihn einschläfern und die Truhe einfach öffnen, denke ich. Hoffentlich. Hi. Das war der Schamane, der irgendwo in diesem... Halt! Keinen Schritt weiter! Was? Nein, wir wissen nicht. Oh, wir waren noch nicht so weit. Okay. Wo war denn der Typ? Du bist Grompel. Da ist die alte Truhe. Speichern.
Bei Schlafzaubern reagieren die nicht so schlimm, ne? Nee. Alles gut. Gut. Abgebrochen. Abgebrochen. ja, ein guter Ring. Okay. Schade. Abgehakt. So. In einer Burgruine an der Quelle der Sildener Wasserfälle. Befindet sich oberhalb des Rebellenlagers. Nahe irgendwas. Kann ich nicht lesen. Also, ist abgeschnitten hier. Muss das jetzt so komisch überlagert haben. Ich habe nur zwei Bildschirme. Irgendwo muss ich ja noch meine Aufnahme sehen. Okay. Ich kann hier nicht gut raustaben, leider. In allen Sachen. Also, nahe der Wasserfälle. In einer Burgruine an der Quelle der Sildener Wasserfälle. Da oben war ich noch gar nicht, ne? Abenteuer! Sehe ich jetzt eigentlich nass aus, so ein bisschen? Glänzig, kann das sein? Wegen Regen? Oder glänzt die Robe immer? Kann das sein? Ich weiß nicht. Da oben. Der Quelle der Wasserfälle, ja. Was droppen die für Leder? Hirschfell, okay. Da ist eine Höhle. Kannst du bitte... Achso, die sind gestorben, die ich verbrannt habe. Shit. Ärgerlich. Die sind leider verdammt fix. Und ich treffe so oft nicht. Den da bitte. Nein, 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 nein. Erstmal heilen. Beim Sprinten. Triff doch bitte den da und jetzt den anderen. Ich glaub's nicht. Meine Güte. Ah, cool. Snapper jagen. Ach ja, wir hätten das mit dem anderen zusammen machen können. Gut. Oh, Regen vorbei. Gut. Ist ja mehr so ein Rauschen auch, ne? Metalltruhe. Metalltruhe. Wir brauchen eine Menge Mana. Ja, geht so. Schlechter Dude eigentlich, würde ich jetzt sagen. Erzrohling ist gut. Okay. Ach, die Ripper habe ich gerade gehört. Joa. Der kämpft alleine? Nee. Wir warten mal kurz, bis der hier dran ist. Sehr gut, ein Crit. Ins Gesicht. Ist hier eine Burgruine? Oder ist die oben? Speichern. Noch mehr Ripper und Snapper und...
Ja, wenn man halt nicht questet, dann dauert das ganz schön lange mit Erfahrung kriegen. Snapper. Na komm, wir nehmen mal einen Trank. Den anderen bitte. Ach, verdammt. Na gut. Dann halt so. Diese verdammten Blutfliegen. Da wende ich gerne ein bisschen mehr Mana auf, als ich brauche. Ja, irgendwo hier muss eine Burgruine sein. Hier oben sieht das so ein bisschen ruinig aus. Schwarzer Troll, okay. Später. Erstmal heilen. Ich finde es irgendwie lustig, dass die Trolle einfach nur Hörner haben. Also die schwarzen Trolle. Sumpflurker. Oh fuck, der hält auch mehr aus. Wer hätte es erwartet? Ist er noch nicht tot? Jetzt. Oh, hier ist eine. Da ist ein Tunnel. Da will ich gleich mal rein. Giftblase. Aha. Okay, ich sollte Maschinengewehr-Feuerbälle nutzen. Gegen den. Erstmal kurz Platz schaffen. Läuft. Kommt der Dichte? Ne. Ich brauche noch einen Mana-Trank. Na gut. Ist hier noch ein Snapper? Ne. ...700 Erfahrung und Trollhorn und schwarzes Trollfell. Wow, richtig wenig Pferd. Okay, na gut. Ganz ruhig. Sehr schön. Ja, ne, hör doch mit der Kampfmusik auf, ganz ehrlich. Vor allem, wenn du mit der Kampfmusik erst startest, wenn halt, ne, Kampf schon vorbei. Ja. Mhm. Fast. 180 waren es, ne? Ja. Mana weg. Oh Mann. Aber große Truhe auf und es ist drin. Im Ernst? Nicht vergiftet. Naja. So ein Schrott. Das ist aber nicht das in der Turmruine, ne? Eine Burgruine. Krass. Quelle der Wasserfälle. Schon hier oben, oder? Oh, was ist das? So viele. Hi. Warum gibt es überhaupt Sumpflurker? Ist das hier ein Sumpf? Macht gar keinen Sinn. Na komm, trink einen Trank. Mach dich ans Werk. Wusch. Gib mir Loot. Ja, nett. Gibt's nichts, was mir irgendwie 20 Mana bringt als ein Ring? Also, ne? Sowas? Also eine bessere Version von meinen Ringen hätte ich gern. Danke. <lacht> 30 Mana als Relikt von Adanos wahrscheinlich, ne? Oder sowas? Burgruine, ne?
ist das hier? Noch ein Lager. Ey, überall diese komischen kleinen Lager mit irgendwie drei Kisten oder zwei oder einer diesmal nur. Oh, er fliegt, liegt da gleich noch irgendwo einer? Hat sich gelohnt. Oh, Flammenwelle ist ja noch mehr wert. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Krass. Okay. Flammenwelle ist mehr wert als der Blitz. Cool. Wer? Niemand. Gut. Finde ich auch. Da. Ihr vergiftet mich ganz bestimmt, ne? Wow. Warum? Was? Stirb? Gut. Ja, hier scheint es einen Weg nach oben zu führen. Oder sowas in der Art. Ein Trampelpfad. Ich finde hier keine Burgruine. Meinen die wirklich ganz oben? Ist egal, wir finden hier sau viele Sachen so. Da ist eine Hütte im Wald. Da ist eine Hütte im Wald. Ich mag die Gegend, ehrlich gesagt. Der Boden ist irgendwie, meh. Das sieht nicht so gut aus. Sieht nach viel totem Holz aus. Varg? Varg. Das hasse ich. Hallo Stein, danke Stein. Mondstein, Flieg und Sieg. Feuerball meine ich. Nein! Au, 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 au. War gemein. War sehr gemein. Die machen einen scheiß Schaden. Ist nicht feierlich, ey. Triff. Gut. Wolfsfell. Wolfsfell nur. Aber das heißt, wir haben genug Wolfsfälle für die eine Quest. Bei dem Ork in Faring. Dem Brückenork da. Lurker. Normale Lurker. Zwei Schattenläufer. Ist das eine gute Idee? Funktioniert das? Ne, sind nah genug, ja. Perfekt. Jetzt kann ich den rechten angreifen und der bemerkt gar nichts. Der ist ja gespottet vom anderen, sozusagen. Gut, ich habe keinen Mana mehr. Wie viel ist das Fell von denen wert? 200 nur. Okay. Das sind Druiden, ne? Ja. Cool. Hier am Arsch der Welt, Haben die ein Bett? Das wäre nett. Ah, danke. Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ein Zauberer. Du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Am besten du hältst dich da raus. Was hat das alles mit mir zu tun?
Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adanos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Ja, Innos anscheinend, ne? Wenn ich Innos-Magier werde? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adanos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Aha. Das will ich nicht. Wer bist du? Mein Name ist Runak. Ich bin Druide, der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch der Stärkste. Schattenläufer? Schattenläufer? Oder was ist der stärkste Stein? Wir haben gerade zwei Schattenläufer hier gesehen, also macht Sinn. Du brauchst meine Hilfe? Wir Druiden werden gejagt vom Tier, das die Welt eroberte. Kein lebender Mensch kann uns vor den Orks wirklich schützen. Nicht einmal die Waldläufer. Nur du, der Entscheider, vermagst diese Aufgabe zu meistern. Orks töten. Was wollen die Orks von euch Druiden? Sie wollen unsere Druidensteine. Jeder Druide trägt einen anderen Stein bei sich. Sie sind uns von Adanos selbst verliehen worden und geben uns unsere Macht. In meinem Druidenstein wohnt die Kraft ja. des Läufers. Ja. Ich will deine Macht erlernen. Gerne. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ich habe gehört, dass Druidenjäger in den Süden von Geldern entsandt wurden. Töte Gunok, den Anführer des Druidensuchtrupps. Dann werde ich dir meinen Druidenstein anvertrauen. Er ist Hab ich das schon? Wie diesen bei dir besser aufgehoben, Entscheider. Nee, hab ich noch nicht, okay. Cool, okay. Was kann ich tun? Aus Geldern sind Orks gekommen und haben sich weiter oben in den Wäldern verschanzt. Sie sind gekommen, mich zu töten und mich meiner Macht zu berauben. Du musst sie aufhalten, sonst bin ich verloren. Sind wir so nah bei Geldern jetzt, ja? Zeig mir. Druidenrobe. Du bist in Ordnung. Oh fuck, das kann ich? Will ich die? Für die Sammlung halt, aber ich brauche Geld. Och nö. Ich weiß auch nicht, was ich halt noch für eine Quest brauche. Klauen hier, die können weg. Ja, Zähne und Klauen können weg, auf jeden Fall. Bei ganz vielen anderen Sachen weiß ich es halt nicht. Giftblase. Wir haben ja jetzt eine Menge an Schriftrollen auch gefunden. Wir können die mehr welche verkaufen. Das hier brauchen wir nicht mehr. Haben wir. Tierrufen brauchen wir nicht. Zähmen brauchen wir nicht. Eislanze brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Das brauchen wir nicht. Schlaf brauchen wir nicht. Tiergestalt haben wir nicht gelernt. Also werde ich das nicht verkaufen. Blitzbeschwören. Überlege ich mir noch. Flammschwert rufen, können wir das? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Ja. Also lieber noch behalten. Licht kann weg, das kann weg. Gut. Du hast schon mal einiges. Wir müssen Geld machen, alles weg. Auch das Assassinenschwert, das... Ja, weg, komm, hau weg. Wir brauchen Geld. Bisschen schade, dass ich die so reinziehen muss. Sprengfall? Nee, Rechtsstick ist nur das. 1000 Pfeile. Ja, ne? So ein 1000 Gold. Gut. Armbrüste, alles da. Das nicht. Davon habe ich noch einen. Nee, den habe ich gerade nicht auf dem Rücken, weil ich geschlafen habe. Gut. Klar, warum nicht? Die Schilde. Ein paar der Ringe können wir verkaufen. Der hier kann weg. Den hier behalten. Der hier kann weg.
Ultimativer Ring, ey. Krass. Nee, das ist vor Eis und vor... Nicht ultimativ. Nee, warte. Da, der hier kann trotzdem weg. Mana haben wir zweimal an. Schutz vor Feuer, hä? Schutz vor Geschossen, hä? Ja, komm, lassen wir das. Wobei, scheiß drauf. Ich benutze Dinger eh nicht. Ja, ist mein Ernst. Nein, einmal zu viel. Wobei, ach komm, weg damit. Wo ist denn das Ding? Was war das? Ja, kann weg. Das behalten. Gut. Viel mehr Geld können wir jetzt auch nicht rausquetschen, oder? Oh, oha. Nicht alles. Kann man nicht durch irgendeine Taste? Hm. Ist hier noch irgendwas viel wert oder so? Die Verwandlung in bestimmte Tiere. Ah. Snapper können wir verkaufen. Lurker können wir verkaufen. Weil haben wir einen Stein. Die sehen wir hier nicht in die Steine? Nee. Können erstmal hier Goldausgleich machen. Tut weh. Tut richtig weh. Wir haben Varan, Ripper, Lurker. Zeig mir. Blutfliege hätte ich gern, tatsächlich. Weil ich nehme an, die kriegen keinen Fallschaden. Ich hab's noch nicht richtig ausprobiert, ne? Hm. Das war bis jetzt immer das Nützlichste in all den Teilen, glaube ich. So, jetzt können wir das auch anlegen, ne? Hat mehr Schutz vor Geschossen auf jeden Fall. Und hat einen Umhang. Oh, das gefällt mir irgendwie. So Cape, ja. Also, der Unterschied ist Geschoss gegen Feuer und Eis halt so, ne? Resistenz gegen Kälte. Ja, cool. Das passt auch mehr zum Helm. Laufen wir erstmal damit rum. Gefällt mir. Hast du hier so einen namenhaften Waldläufer? Nee, du hast generell ganz schön wenig Waldläufer. Wie viel Druidenruf haben wir denn? Waldvolk 45. Das heißt, wir könnten die jetzt auslöschen, ne? Und hätten... Wäre egal, quasi. Aber ich mag deren Quests mit den Druidensteinen eigentlich. Ist hier irgendwo eine Burgruine? Hm. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Oh. Wie lange wir noch brauchen bis zum nächsten Level ab, ey? Das ist so ein Unterschied, wenn man keine Quests macht die ganze Zeit. Die einem 1500 oder sowas geben, weißt du? Krass. Also, uns fehlen noch... Da oben, ne? 6000? Irgendwie so? Ich überschlag das ja auch mal nur grob, ne? Also. Ihr seid schon wieder Zombies. Und Skelette. Skelett bitte? Warum kommst du in den Nahkampf mit dem Bogen? Matrix? Uah. Matrix? Nee. Doch. Sehr schön. Ah. Na? Manchmal dauert das Schnellspeichern ganz schön lang. Hi. Habe ich noch einen großen für dich? Ja, dann habe ich auch noch einen kleinen. Ist das da oben Gargoyle? Ja, ne? Ist irgend so ein blaues Leuchten. Interessant. Wo bin ich? Weit weg von allem.
Ja, Mana, regeneriere. Erhole dich. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Muss ich Licht anmachen? Gargoyle, ja, irgendwie. Hatte ich sowas in der Richtung schon vermutet. Noch was? Das blaue Leuchten. Ach hier. Ist weg, wollte ich gerade sagen. Ist das? Ein Ring. So einer oder so einer? Eins von beiden habe ich gerade bekommen. Wahrscheinlich der Schutzring. Der ist mächtiger eigentlich. Ha. Warum leuchtet das hier blau? Kann ich den Sarg noch öffnen? Muss ich sogar irgendwas noch benutzen, was ich gerade nicht habe? Wer weiß. Keine Truhe in der Höhle. Ich bin enttäuscht. Maßlos bin ich enttäuscht. Hey, aber wir haben Druiden hier draußen am Arsch der Welt gefunden. Ist das nicht schön? Wirklich am Arsch der Welt. Da ist ja nicht mal was von Silden aus. Da sind diese Wasserfälle. Weil die erstrecken sich ja hier generell lang, ne? Das ist schon krass. Da sind bestimmt noch ein oder zwei Schattenläufer hier in dem Wald da vorne, oder? Ja. Wo ist er? Da. Kann ich den anvisieren? Der ist direkt vor mir. Achso. Ich hatte vorher mal nicht ausgewählt. Hi. Kampf ist noch nicht vorbei. Noch einer. Ja, die machen schon gut Schaden, aber die Wölfe greifen viel schneller an. Also ich glaube, Waage sind schon viel nerviger. So. Würde ich jetzt so sagen. Schneller vor allem auch. Waage sind viel schneller. Wow. Wow. Warum? So viele. Ja, wobei, der macht schon richtig Fettauer, ne? Ja, aber... Ja. Wie gesagt, es ist halt kein Vergleich zu Gothic 1 und vor allem auch 2 ohne Addon. Schattenläufer sind da einfach die Kings. Das sind die stärksten Viecher im Wald. Und so wie halt Trolle die stärksten Viecher außerhalb des Waldes sind, so. Außer den seltenen Dämonen. Weiß nicht. Nee, eigentlich sind Trolle stärker. Hätte ich jetzt gesagt. So. Weiß ich nicht. Schattenläufer sind auf jeden Fall das, was dich immer wegmacht. Da stirbst du ganz oft dran. Weil die halt super schnell sind. Hi. Das war ein Headshot. Cool. Es geht bei denen also auch. Man muss nur von unten angreifen. Upp. Weil der Kopf tiefer gelegt ist. Die waren in der Autowerkstatt und haben sich den Kopf tiefer legen lassen. Na gut, dann gehe ich jetzt an der Klippe entlang, wo jetzt die ganzen Wasserfälle sind. Oder. Ja. Ich könnte auch hier lang schwimmen eigentlich, ne? Speichern. Yep. Was? War das eben? Ob hier hinter irgendeinem Wasserfall auch noch was ist? Ich will nicht nachgucken müssen, sagen wir es mal so. Die Geräuschkulisse ist ja auch extrem. Oh.
Lecker. Ich hoffe, für euch ist es nicht auch so schlimm gewesen gerade wie für mich. Mit der Geräuschkulisse. So. Was? Kann er nicht springen? Ja. Ein Stab legt automatisch wieder ab. Aha. Wow. Gut. Ob es für Sumpflöcker irgendeine Quest gibt? Dass das so besondere Lurker sind irgendwie? Vielleicht, dass man 10 Giftsäcke von denen einsammeln muss oder sowas? Wer? Der. Ich mag das Sumpflurker-Design sogar. Das ist irgendwie so viel besser als das normale Lurker-Design hier in 3. Wo bin ich hier? Ah, eine normale Truhe? Abgebrochen. Abgebrochen. Habe ich keine Dietriche mehr? Ach nee, ich drücke mal E, weil ich das aus anderen Spielen so gewohnt bin. Wundere mich, dass da nichts passiert. Okay. Wasser. Wobei, das könnten wir uns hier auch abfüllen einfach, ne? Das Wasser. Das kriegen wir ganz easy. Da ist ja noch was. Oh, da sind noch mehrere. Da war gerade ein Ast, ne? Da waren wir schon, genau. Jetzt müssen wir hier rechts loben. Jetzt gerne mal irgendwo eine Freifläche wiedersehen. Waren wir in der Höhle schon drin? Nee, ne? Da waren wir aber vorhin, als wir gegen die Trolle gekämpft haben. Ich glaube, die gucken wir uns gleich nochmal an.